Hallo bei Nerdvermedizin. Immer noch die Kindernotfalltage. Wieder Sebastian Russo. Ich freue mich riesig, dass ich dir ein paar Fragen stellen kann, die mich schon seit langem bewegen. Fangen wir direkt an. Wir haben gesagt, es geht so ein bisschen um meine Ängste. Das kritisch kranke Kind. Jetzt haben wir Winter. Fall 1. Ich komme zum Kind als Notarzt. Das hat eine Bronchitis und dann messe ich die Sauerstoffsättigung und die ist nur 82 und das Kind wirkt wirklich atemnötig und angestrengt. Wie würdest du da vorgehen? Was kannst du mir für einen Tipp geben? Ja, naja, ich meine, der erste Reflex, den man möglicherweise hat, ist ja die, oh, wir haben ausgeprägte Oxygenierungsstörungen, da muss jetzt irgendwas in das Kind hinein. Im besten Fall gehört da jetzt ein Tubus platziert, um es auch absaugen zu können, um einen vernünftigen Piep zu applizieren, um die Oxygenierung zu optimieren. Jetzt haben wir natürlich in deinem Fall ein Kind, was noch Reflexe hat, was ja noch wach ist, zwar erschöpft ist. Das heißt, es würde damit einhergehen, dass du zwingend eine Narkose in dieser kritischen Situation präklinisch einleiten müsstest. Das wollen wir unbedingt vermeiden. Und natürlich, wenn es nötig ist, ist es unabwendbar, aber zunächst einmal würden wir alles daran setzen, das vermeiden zu können. Und daher kommt in diesem Fall sicherlich erstmal natürlich die Frage der normalen Sauerstoffapplikation in Frage, weil wenn du von Erschöpfungssituationen sprichst, dann ist sicherlich die nicht-invasive Atemwegsunterstützung oder Atmungsunterstützung hier indiziert. Entweder über eine assistierte Beutelmaskenbeatmung oder auch möglicherweise im Sinne einer echten nicht-invasiven Beatmung, so wie wir es im ersten Teil schon mal besprochen haben. Und das macht ja wahrscheinlich sogar dann Sinn, wenn ich vielleicht die Intubation später sogar tatsächlich machen muss oder superklotsche Atemwegshilfe, denn jemand mit 80er Sättigung einzuleiten ist ja auch kein Spaß, selbst als Erwachsener ist das häufig tricky. Ist tricky und wir wissen ja natürlich auch, dass die Effekte der nicht-invasiven Beatmung auch bei Kindern, wie wir es aus Erwachsenen und Familienmedizin ja auch schon kennen, sehr stark sind. Das heißt, es ist mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass wir dadurch die Intubation auch innerklinisch dann vermeiden können. Perfekt. Damit ist das RSV-Kind schon mal aus meinem Kopf gestrichen. Sebastian, es gibt eine Sache, die mich schon seit dem Rettungssanitäter verfolgt. Ja? Schlaflose Nächte habe ich die Epiglottitis. Ja. Ich darf nicht reingucken, es ist jederzeit möglich, dass es zuschwillt. Ja, was mache ich denn da jetzt eigentlich? Also stecke ich dann da die Larynxmaske rein oder? Ja. Ich verstehe, was du sagen willst. Natürlich, es wird sicherlich immer irgendwann spezial gelagerte Sonderfälle geben, für die das, was ich jetzt sage, nicht zutreffen, weil die Atemwegsobstruktion so groß ist, dass man mit dem Rücken an der Wand steht. Aber in der Regel ist es so, dass auch hier gilt, wenn es wirklich eine echte Epiglottitis ist, dann führt jede Manipulation zu einer letztlich unkontrollierten Anschwellung und damit zu einer Komplettverlegung des Atemweges. Deswegen gilt hier auch in der Tat, soweit es irgendwie geht, Finger weg. Und manchmal lagern sich die Kinder ja auch selbst und positionieren sich in einer Situation, in der sie gut Luft bekommen. Da würde ich die Kinder belassen. Ich würde versuchen, jegliche Form des Stresses von dem Kind abzuwenden, möglicherweise sogar abzusehen von irgendwelchen Versuchen, hier einen intravenösen Zugang zu bekommen oder intraossär, weil das macht Stress, das wird die Atemarbeit eher erhöhen. Und am Ende auch hier im besten Fall auf dem Arm der Mutter oder auf dem Schoß der Mutter mit einer entsprechenden Vernebelung, abschwellende Maßnahmen, das Kind in die Klinik bringen. Auch hier gilt erst recht, Finger weg, solange es geht, und das Kind in die Klinik bringen. Das ist ein sehr, sehr klares Statement, das werde ich mir hinter die Ohren schreiben. So, und jetzt kommt quasi das Worst-Case-Szenario, auch beim Erwachsenen, furchtbare Sache, der chirurgische Atemweg. Der geistert ja immer so irgendwie als Plan C herum. Mhm. Ja? Und dann gab es ja jetzt auch die Leitlinie, die das beim Kind nochmal nach hinten angestellt hat. Mhm. Ich bin ehrlich, ich habe überhaupt gar keine Lust, einem Kind irgendwann mal in meinem Leben in den Hals reinzuschneiden. Wie siehst du das? Kannst du dich dazu äußern? Ich weiß, das ist irgendwie eine ziemlich schwierige Sache. Ja, tatsächlich. Es lässt sich natürlich nicht einfach nur in Schwarz und Weiß oder in richtig und falsch beantworten. Ich will gar nicht ausschließen, dass es Situationen gibt, in denen wir zum Beispiel bei einer Epiglottitis oder zum Beispiel bei einem Stich der Biene in den Zungengrund in der Situation sind, dass wir eine komplette Okklusion, also Verschluss der oberen Atemwege haben und letztlich einen transtrachealen Zugang brauchen, um das Kind zu oxygenieren. Das ist allerdings eher eine seltene Entität. Mhm. Bei normalen Kindern, die normale Atemwege haben, die nicht diese Sonderfälle haben,
ist erstens die Notwendigkeit zur invasiven Atemwegssicherung gering. Zweitens, wenn wir sie machen und uns für eine Narkose entscheiden, dann sind es in der Regel wir als Anwender, die uns die Probleme selbst machen. Zum Beispiel durch nicht vernünftige Lagerung, durch falsche Intubationstechniken, durch multiple Intubationsversuche, die dann den Intubationserfolg zunehmend schlechter machen, sodass man ehrlicherweise sagen muss, bei einem normalen Kind ohne irgendwelche Dysmorphie-Syndrome, ja, wie Pierre Robin oder Fletcher Collins, dass man die nicht unter optimierter Gesichtsmaskenbeatmung und unter Einleitung einer vernünftigen Narkose mit narkositiven Relaxierung, dass man die nicht oxygeniert im Sinne von ventiliert bekommt, das sind fast rückwärts fliegende weiße Raben. Das heißt, wir sollten alles daran tun, dass wir überhaupt nicht an die Stelle kommen. Das ist unser erstes Ziel. Aber du hast natürlich recht. Wenn wir mit dem Rücken an der Wand stehen und nur noch einen letzten Pfeil im Köcher haben, dann wäre es sicherlich falsch, apodiktisch zu sagen, das darfst du nicht versuchen, wenn das Kind bradykard ist, reanimationspflichtig ist. Und wir wissen, sobald ich ein Sauerstoffmolekül in dieses Kind bekomme, dann ist das Leben des Kindes gerettet. Jetzt ist die Frage, wie sollen wir es tun? Richtig. Genau. Also wir wissen ja, es gibt die Punktionstechniken und es gibt die chirurgische Techniken. Im Bereich der Kinder- und Notfallmedizin gibt es wirklich wenige, allenfalls einzelne Fallberichte, die das erfolgreich beschrieben haben. Richtige Studien, die das an Kindern evaluiert haben, gibt es sowieso nicht. Und doppelt randomisiert. Und am besten doppelt blind. Das wird natürlich nicht gehen. Wir denken allerdings schon so, dass die Direktpunktionen von so einer weichen, kompressiblen Trachea äußerst schwierig ist und mit einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit assoziiert ist, dass es nicht klappt. Also dass man, wenn man jetzt so ein bisschen sich umhört in der Kindernotfallszene, dann scheint sich im Moment so die Diskussion zu entwickeln, dass wenn man es wirklich machen muss, wir eher bei der chirurgischen Technik sind. Okay, das ist ja wieder hilfreich, denn zusammengefasst, was du ja sagst, ist erstmal Hirn anschalten, Basics machen, ja, und die Basics retten dann zum Glück die meisten Worst-Case-Szenarien irgendwie bis in die Klinik. Und dann finde ich es aber auch trotzdem gut zu sagen, also natürlich gibt es Situationen, da geht gar nichts mehr und dann kann man natürlich auch das versuchen, weil Toter als Tod, das geht nun mal nicht. Genau. Aber alles tun, um das zu vermeiden, ist sicherlich ein guter Rat. Ja, genau. Sebastian, vielen, vielen Dank. Das war echt toll und hat mir in ganz vielen Punkten auch für meine Praxis und meinen nächsten Notarztdienst echt weitergeholfen. Und jetzt freue ich mich auf die Kindernotfalltage und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja, sehr gerne. Danke. Ciao. Ciao.